und Exits. Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik ordnen für euch Experten aus der deutschen VC-Szene hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Startup-Landschaft ein, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Welche Trends sind aktuell in der Startup-Szene zu erkennen oder warum hat dieser Investor genau dort investiert? Solche und ähnliche Fragen ordnen unsere Experten hier ein. In diesem Sinne begrüßen wir heute Jan Mitschajka, Partner bei HV Capital, der die folgenden drei Themen mitgebracht hat. Zuerst zwei Themen aus London. Zum einen sammelt der VC North Zone rund 1 Milliarde Euro für seinen 10. Fonds ein. Zu North Zones Portfolio gehört Flink, Tier und Personio. Zum anderen gibt es eine Series A Round in Höhe von $20 Millionen für Clidera. Clidera ist eine Software-Management-Plattform für SaaS-Tools. Dann gibt es noch ein Berliner Thema. Next sammelt 5 Millionen Euro in einer Seed Round ein. Das Foodtech stellt ein pflanzliches Ei her. Das wäre die Themenübersicht für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch. Werbung. Du gründest ein SaaS-Startup und möchtest deine Web-App schnell launchen? Dann schau dir Rock an. Mit Rock erhältst du an Tag 1 eine voll funktionsfähige App, die deine Entwickler lieben werden. In der App sind alle grundlegenden Funktionen perfekt integriert, sodass du dich nur mit den Dingen beschäftigst, die dein Business besonders machen. So ist deine individuelle Web-Application schneller live als je zuvor. Gehe jetzt auf rock.tech/daily und erhalte die komplette Plattform 3 Monate lang for free. Rock wird übrigens ROQ geschrieben. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Investments und Exits. Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Jan Mitschajka, Partner von HV Capital. Hallo Jan. Jan, freut mich sehr, wieder hier zu sein. Freue mich auch, dass wir wieder sprechen. Und du hast wie immer ein paar tolle Themen mitgebracht, muss ich sagen. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen wie immer mit ein paar Sätzen zu euch an, oder? Ja, du, ich hoffe, dass wir natürlich so viele Stammhörer haben, dass das eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Ach, aber die skippen jetzt schnell, ne? Genau. Ja, genau, die plus 15 Sekunden. Nee, vielleicht zu HV, einer der großen deutschen, europäischen Venture-Fonds. Wir investieren sehr gerne in frühe Startups. Early-Runden ist für uns so zwischen 1 und 5 Millionen, quer über die Industrien. Wir machen Fintech, wir machen SaaS, wir machen Blockchain, AI, alles, was irgendwie spannend ist. Genau, und haben noch ein Growth-Team, die dann so für 5 bis 25 Millionen gerne dabei sind. Und ja, das sind wir. Das seid ihr, ja. Du hast mir vielleicht, weil du sagst, das seid ihr, aber ihr seid dabei, euch zu erweitern. Nur, dass mir im Vorgespräch gerade erzählt, ihr seid dabei oder ihr sucht gerade Verstärkung, ne? Genau. Ich hatte überlegt, so, wofür kann ich Werbung machen jetzt hier mal? Und wir haben tatsächlich zwei offene Stellen, einmal für das Early-Team und einmal für das Growth-Team. Wir sind nur nicht so besonders gut darin, unsere Homepage zu pflegen. Also es ist außerordentlich schwer, unsere Jobs zu finden. Und deswegen hier als Sneak Peek für alle Hörer, wenn man hvcapital.recruitee.com eintippt, kommt man direkt auf unsere Jobs. Und wenn nicht, muss man bei uns auf Jobs klicken und dann auf Filtern und dann nach HV filtern und dann tauchen die da auch auf. Und ist insofern schon der erste Testlauf, ja, ob man überhaupt. Ist schon der erste Testlauf. Also wer das navigieren kann, der ist schon direkt hier einen Schritt weiter. Nee, aber wenn sich jemand da draußen, Hörerinnen, Hörer interessieren für VC, dann freuen wir uns über Bewerbungen und Gespräche. Cool. Ja, dann hoffe ich, dass wir sprechen ja jetzt gleich über, ich würde fast sagen, über einen Competitor von euch. Ne? Ich weiß gar nicht, musst du mal einordnen, aber nicht, dass wir den jetzt zu sehr loben und die Leute sich dann da bewerben. Ja? Naja, muss man halt überlegen, ob man beim Marktführer arbeiten will oder nein, aber nein, es geht um, eine Meldung, die heute rauskam, ist North Zone, haben einen neuen Fund geraced, 1 Milliarde groß, ist natürlich schon eine ziemliche Hausnummer. Ist deren 10. Fund, vielleicht zur Einordnung. Wir investieren im Moment aus Fund 8.
Und das Interessante ist, Northzone, sagen wir mal, ist ein paar Jahre älter als HV. Ich glaube, die wurden 96 gegründet. HV damals noch als Teil der Holzbrink Verlagsgruppe im Jahr 2000, also genau 4-5 Jahre später. Genau, also einer der großen europäischen Wettbewerber von uns, Marktbegleiter, hat jetzt ein super Fund geraced, basierend halt auf deren Erfolgen, Spotify, Kahoot, Personio, Klarna und so. Also schon sehr gut. Und ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass auch im aktuellen Marktumfeld, wo ja immer wieder mal so Fragen aufkommen, so hey, gibt's noch Geld, gibt's noch Runden und so. Ja, dass offensichtlich die LPs von Northzone das so gut finden, dass sie das weiter unterstützen. Ich hatte gesagt, ein Competitor von euch, weil wenn man die Pressemeldung liest, die, also wahrscheinlich werdet ihr da alle sehr gut geschult, wie man Pressemeldungen schreibt, aber man hätte das, also hätte ich jetzt nicht gewusst, um wen es geht, hätte ich auch denken können, das könnte von HV Capital sein, ne? Also 60% des Kapitals für kleinere Unternehmen, 40% für größere, das liest sich schon so ein bisschen wie eure DNA auch, ne? Ja, das stimmt. Wobei das Interessante ist ja immer, ich glaube, das hatten wir schon ein paar Mal hier, so meine Hypothese ist ja immer, du hast einen VC-Fonds, hast du irgendwie drei Achsen, anhand denen man sich das anschauen kann. Das eine ist so die Stage, mache ich Early, mache ich Growth, mache ich beides, wo ja zum Beispiel ein Cherry eher Early ist oder ein Speed Invest, wobei die sich natürlich auch entwickeln, also gibt es so quasi, wann steige ich ein. Das zweite ist, mache ich generalistische Investments, wie eben Northzone und wir. Oder habe ich einen Industriefokus, wie vielleicht eine Greenfield One für Krypto oder ein Point Nine für SaaS. Und das zweite ist Geo, wo man dann natürlich sagen kann, wie zum Beispiel HV, also wir sind ja sehr tief im deutschen Ökosystem eingegraben, machen hier ungefähr 65% unserer Deals, haben Standorte in München und Berlin, oder man wird paneuropäisch oder sogar wie Northzone es macht, global. Und das ist, glaube ich, dann schon zum Beispiel ein ganz interessanter Ansatz, dass sie eben sagen, hey, ich bin, sagen wir mal, ungefähr so groß wie HV jetzt vom Fonds her, größer, aber sagen wir mal nicht, also in the same ballpark, auch vom Team her nicht substanziell größer, decke aber mit dem Team über Stockholm, New York, London, eigentlich dann zumindest die westliche Welt ab. Ich finde das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das gehen kann, dass man weltweit hat, ne? Also ich kann das bei Point Nine, da hat mir der Pavel mal irgendwie vor Jahren erzählt, dass sie einfach weltweit bei jedem SaaS-Deal, da war SaaS noch nicht so populär wie heute, irgendwie, den möchten sie zumindest sehen und sich mit den Leuten eigentlich unterhalten. Ne? Das finde ich dann, sowas kann ich noch nachvollziehen, aber weltweit zu sagen, man sucht so wahrscheinlich thesengetrieben nach starken Companies in allen möglichen Sektoren, das und auch noch Phasen, das kriege ich nicht hin. Also ja, ist eine sehr relevante Frage, vor allem weil halt zum Beispiel Speed Invest, die haben ja ein Investment-Team, ich weiß nicht genau die Zahl, aber ich glaube deutlich über 30 Leute, die irgendwie Early Stage überwiegend in Europa machen und dadurch halt eine brutale Coverage haben mit sehr, sehr vielen guten Deals. Wobei die haben auch, glaube ich, wir hatten neulich ein indisches Thema von denen auch mal diskutiert. Also die genau, gehen, ja? Genau. Wobei Kern ist ja immer, also wir haben ja auch mal investiert in Kanada und in Israel als Beispiele oder Lazada in Südostasien, das machen wir schon auch. Genau, und dann ist halt die Frage, wie stellt man das dar? Ich glaube, Point Nine macht halt einen hervorragenden Job durch diese Spezialisierung, durch die Konferenzen, durch das Content-Marketing, natürlich durch Pavel und Christoph als Personen, die dann einfach sehr credible für das Thema stehen. Und bei euch so? Also gibt es dann immer quasi eine Geschichte dazu, warum man dann in Kanada oder Südamerika oder ich weiß nicht, Israel dann investiert? Oder ist das dann einfach, man trifft auf einer Konferenz jemanden, wo man denkt, der ist jetzt doch ein Rockstar, mit dem müssen wir irgendwie ein Gespräch vertiefen? Das kann schon sein. Die Hürden für uns sind höher, außerhalb Europas zu investieren, einfach intern. Weil, mal so ganz platt gesagt, wenn jemand auf der Sandhill Road in San Francisco kein Geld bekommt, warum sollte er dann unseres nehmen? Oder beziehungsweise warum sollten wir ihm das geben? Aber ich glaube, zum Beispiel in Israel, das war ein Thema von Jasper damals, Verbit, wo er einfach aus der Industrie kam und der Deal kam über unser ganz enges Netzwerk. Da haben wir das gemacht. Kanada war Dialogue, eine Telemedizinfirma, die mittlerweile börsennotiert auch ist, wo wir den Deal gefunden haben und gleichzeitig da einen starken Angle gefunden haben, wie wir denen helfen können, nach Deutschland zu kommen.
Und das sind dann so Ansätze, wo man sagt, es macht irgendwie Sinn, wenn ich jetzt einen Deal finden würde in Delhi für den indischen Markt mit indischen Co-Investoren, von denen ich vorher noch nie was gehört habe, dann würden mich meine Kollegen, glaube ich, zu Recht fragen, so, hey, why? Und jetzt trotzdem nochmal Northzone. Also wir erleben ja schon so eine Zeit, wo das Branding und die Strahlkraft von so VCs total wichtig ist. Ne? Also da haben sich natürlich auch viele schon rausgebildet, aber ne, wir haben es ja am Beispiel von Point9 oder von euch auch gesehen, man braucht ja eigentlich ein klares Profil. Was würdest du sagen, ist das Profil von Northzone? Ich glaube, Northzone ist... Das ist eine gute Frage. Möchtest du sie eigentlich selber fragen? Das wäre interessanter. Nee, weil sie so generalistisch sind. Ne? Also ich meine, generalistisch ist jetzt ein nettes Wort für, ich will jetzt gar nicht sagen beliebig, aber dann man läuft ja dann Gefahr, dass der Fonds einfach, also man könnte ja sagen, sie haben vielleicht einfach gut gepickt. Ne? Ich glaube, sie sind sehr gute Picker und die meine Interaktionen, die ich mit Michael vor allem hatte, der ja da auch schon sehr lange dabei ist, Per Jürgen kenne ich nicht so gut persönlich, aber auch Jessica Schulz als erfahrene Unternehmerin. Ich glaube, sie sind einfach ein sehr gutes Team, was in der Vergangenheit sehr gute Investments gemacht hat. Was heißt einfach, also sie und damit einfach erfolgreich waren. Ja, aber schon spannend, ne? Weil die guten Gründerinnen und Gründer können sich heute, also ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, ob das vielleicht war das auch nur 2021 so, aber dass sie sich eigentlich die VCs auch ein bisschen aussuchen konnten, ne? Und dann hast du jetzt irgendwie Northzone neben einem Excel, neben einem, ich weiß nicht, Boilerton neben euch und so weiter und so fort. Und da muss man ja schon, glaube ich, dafür sorgen, dass irgendwie die Profile einigermaßen geschärft sind, ne? Ja, ich glaube, viel ist dann aber auch einfach die Persönlichkeit der Gründer. Der Partner in Kombination mit den Gründern. Und dass die Gründer sich da auch einfach mit dem Team gut aufgehoben fühlen. Okay. Und jetzt ist es schon wieder nach gestern, hatte ich gerade mit Martin Janicki drüber gesprochen. EQT hat ja einen großen 2,2 Milliarden, waren es glaube ich, vorgeraced, allerdings im Growth-Bereich. Jetzt hier schon wieder eine Milliarde, aber immer nicht Deutschland. Also, ihr seid natürlich jetzt rein deutsch, haben wir gerade gesagt, aber warum gibt es nicht mehr von der Sorte noch in Deutschland? Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man muss natürlich auch schauen, einmal, wo sitzt der Fonds? Da ist natürlich einmal die Frage, wo ist das Büro und wo ist der Standort? Also so quasi, wo wir ja sehr, sehr deutsch dann auch sind. Also auch onshore und nicht irgendwie in irgendwelchen, keine Ahnung, wo dubiosen Steuerparadiesen. So arbeiten wir ja nicht. Aber dann auch, wo kommt das Kapital her? Und wir haben natürlich schon einen Teil deutsches Kapital. Wir hatten das ja nur in einem der letzten Podcasts. Das ist einfach bisher wenig Kapital für deutsche Investoren mit deutschem Ursprung gab. Und viele der Gespräche, die wir mit LPs führen, sind dann wiederum mit USA, Angelsachsen, ein oder andere Family Office, Fund of Fund etc. Aber die Mehrheit des Kapitals kommt wie gesagt nicht aus Deutschland, selbst für deutsche VCs. Mm-hmm. Northzone wird auf Crunchbase als englischer Fonds geführt, aber ich glaube, ganz ursprünglich ist ja Nordic, die Nordics irgendwo, ne? Genau. Ich glaube, die haben jetzt in London ihr HQ. Ich glaube, viele der ursprünglichen Teammitglieder kommen aus den Nordics. Ja, genau. Naja, also sehr, sehr spannend. Versuche ich auch mal in den Podcast zu bekommen. Ich hatte mal den Markus, ich komme jetzt auf den Namen, den Nachnamen gerade nicht, den hatte ich schon mal im Podcast hier vor 2 Jahren. Da können wir vielleicht mal ein Update noch machen. Lass uns mal, du hast ja 2 weitere Themen mitgebracht. Wir bleiben eigentlich bei Competition, ne? Diesmal jetzt nicht von euch direkt, sondern von einem eurer Portfolio-Companies, glaube ich, ne? Genau, Cledara aus London haben geraced von Commerz Ventures, wo wir beim Thema deutsches Kapital sind. Übrigens, Commerz Ventures, ganz interessant, ganz interessanter Investor, habe ich letztens noch mit telefoniert, erstaunlich erfolgreich und das im Rahmen der Commerzbank, was ja auch interessant ist, dass es da irgendwie einen erfolgreichen Venture-Arm gibt.
Genau, Cledara haben 20 Millionen geraised und in den Details brauchen wir jetzt vielleicht nicht eingehen, gibt es natürlich eine deutliche Unterscheidung zwischen Zastrify und Cledara. Ich glaube, der Punkt, wo halt viele Startups reinlaufen, und das ist der Grund, warum diese Firmen im Moment auch so gut performen, also sowohl Zastrify wie auch Cledara, ist, dass der gemeine CFO da draußen irgendwann anfängt zu gucken, so, hey, wofür geben wir eigentlich Geld aus und was sind eigentlich diese ganzen Software-Abos, diese SaaS-Abos, wo ich hier halt nicht nur die Salesforce mit, keine Ahnung, 200 Euro im Monat pro Mitarbeiter, sondern auch mal hier in Slack und Dan und Google und nutzen wir das eigentlich alles. Und dann eben einerseits den Überblick schaffen und dann im zweiten Moment da natürlich ein Auditing erlauben, eine Kostenkontrolle und auch beim Einkauf helfen, dass sie einfach sagen, hey, lieber Jan, wir nutzen hier dieses Tool für unsere Aufnahmen Clean Feed und übrigens die anderen zahlen 20% weniger. Jetzt. Ja, ja. Überleg doch nochmal. Nee, ist total spannend, ja. Ich wundere mich tatsächlich über Commerz Ventures. Ich hatte den Paul Morgenthaler hier vor ein paar Monaten im Podcast, als sie ihren neuen Fonds geraced haben und oder geclosed haben und damals habe ich mitgenommen, sie machen Fintech und mittlerweile auch Climate Tech. Würdest du jetzt sagen, Cledara ist ein Fintech-Unternehmen? Frag da mal vielleicht den. Nee, weil also für mich wäre das kein, also deswegen frage ich so nach der Definition von Fintech, wie dehnbar die mittlerweile gerade ist, weil das wäre jetzt für mich ein anderer Bereich eigentlich, ne? Ja, vielleicht. Es hat natürlich eine Parallele, weil es ums Thema, also ein Stück weit arbeitet Cledara auch mit Kreditkarten, virtuellen Kreditkarten. Weil das ein guter Weg ist, um einfach diese Spends reinzuziehen. Und dann ist man natürlich im Bereich Billing, im Bereich Procurement, etc. Also Sie haben auch so eine Cashback-Komponente, hatte ich gesehen, ne? Ja, aber genau. Also es ist jetzt nicht weit weg, muss okay. man sagen. Also geht gerade noch. Wir waren ja gerade bei dem Profil von Fonds, deswegen frage ich gerade so nochmal nach, ne? Weil für mich war der Paul eigentlich sehr, sehr klar in seiner Vision und ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass das auch erst aus Gelegenheiten, ne? Gelegenheiten mache ich immer irgendwie Sorgen. Liebe. Ja, Liebe. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Liebe. Ja, ja, genau, ne? Nee, aber ich glaube, Cledara kann man guten Gewissens bei Commerz Ventures durchgehen lassen als Fintech. Aber vom Thema her schon sehr spannend, muss ich sagen. Ne? Und du sagst ja gerade, die haben Rückenwind, kann schon gut funktionieren sowas, ne? Ja, gerade in der aktuellen Zeit, wo halt viele Startups, aber auch größere Unternehmen überlegen, wie sie ihre Runway verlängern können. Mhm. Und ja. die Preise, ich habe mir die angeguckt, das klingt schon sehr zugänglich. Ich kenne jetzt die Preise von Zastrify nicht, aber das klingt so, als könnten das kleinere Startups schon mal direkt probieren, ne? Ich würde jedem Gründer, der Enterprise-Software verkauft, mal empfehlen, bei Zastrify den Pitch mitzumachen, weil was uns damals auch sehr begeistert hat, war einfach, wie schnell man den Value sieht, weil man einfach in dem ersten Call schon sieht, ah krass, das ist mein Spend, so viel könnte ich sparen. Und dann wird der, ich will jetzt nicht sagen, der Vertrieb ist ein No-Brainer, da tue ich denen Unrecht, aber es ist einfach ein sehr guter Pitch, dass man sagt, hey, du kriegst die gleichen Tools, die du eh schon nutzt, für günstiger und übrigens haben wir noch die ganzen Accounts, die nicht genutzt werden, pausiert und so weiter. Aber du meinst Leute, die Software kaufen, weil du gerade verkaufen gesagt hast, du meinst die quasi... Nee, ich meinte verkaufen, weil ich habe Zastrify schon ein paar Mal bei mir als Beispiel genommen, dass man einfach sagt, hey, du musst im ersten Call mit deinem Kunden, muss der Nutzen so klar sein. So meinte ich das. Also ist vielleicht ein bisschen verkopft, aber ja. Okay. Ja, sehr spannend. Ja, haben wir Zastrify, die sind ja auch guter Partner von uns, auch nochmal untergebracht. Also heute ein paar kleine Werbeblöcke, aber das sei auch angebracht. Du hast ein drittes Thema mitgebracht. Da gibt es jetzt, glaube ich, keinerlei Konnektion zu euch. Das ist ein Bereich, in dem seid ihr nicht unterwegs, ne? Nee, genau. Da haben wir bisher kein Investment gemacht. Das war eine Runde, die heute announced wurde. Das Startup Next hat 5 Millionen geraised. Und es geht um Bereich alternative Proteine und hier ganz spezifisch Eier. Und wenn man sich so anschaut, quasi das ganze Thema CO2-Emissionen, da machen Eier ungefähr 1% aus, was ich schon ziemlich krass finde.
Jetzt viele Leute reden ja über das Fliegen und so weiter. Und es gibt ja hier die Oatlys und Co. für Milchprodukte, Beyond Meat und die ganzen Ersatzdinger für das ganze Thema Fleisch. Natürlich gerade Rind und so nochmal größer als Eier. Aber ich hatte mich mal mit Perfect, da ist ja die Tanja Bogumil hier in Berlin, die das ja auch sehr, sehr gut machen, unterhalten, was schon erstaunlich ist, natürlich, wenn man mal überlegt, wo überall Eier drin sind, von Bäckereiprodukten über alles Mögliche, teilweise Bindemittel in Sachen, wo man es gar nicht denkt. Das ist schon ein sehr gutes Thema. Ja, nee, und hat auch natürlich gerade Rückenwind, und wenn du sagst, das wusste ich gar nicht, 1%, das ist schon enorm, ne? Vielleicht hier mal ganz kurz, weil wir vorhin über Branding-Themen schon gesprochen haben und Positionierung. Ich finde das ein bisschen schwierig, glaube ich. Die heißen jetzt Next, du hast gerade Beyond Meat angesprochen, auch Oatly. Das sind alles Unternehmen, die kommen irgendwie mit ihrem ersten Produkt quasi im Namen daher. Und können daraus mal große Unternehmen werden? Also haben die das Potenzial, dann irgendwie mal die Ebene drüber noch zu schaffen mit einem, weiß ich, Multi-Brand-Produkt oder so, Multikategorie? Ja, weiß ich gar nicht, ob es notwendig ist, ehrlich gesagt. Also es gibt ja auch zum Beispiel Just Egg in den USA, die sich dann irgendwann umbenannt haben in Eat Just und so weiter, weil sie dann eben auch Fleisch anbieten wollten. Das sagte ich, genau. Aha, okay. Ja, so In-Vitro-Fleisch. Ich finde von dem Branding her oder von dem Go-to-Market, wo ich mich immer dran stoße, ist so die Frage, wie kriege ich das verkauft? Weil ich glaube, wenn es günstiger ist als tierische Produkte, dann ist es ja relativ einfach. Solange es teurer ist, gibt es natürlich den Ansatz zu sagen, okay, ich bringe das in die Supermärkte. Und das Reves und Co. sind erstaunlich offen, neue Produkte zu listen. Aber die Frage ist dann, ob man drin bleibt, ob die Konsumenten das halt kaufen. Also, und insofern habe ich gelernt, bei Startups immer nicht gucken, kommen die ins Retail drin rein, sondern bleiben die drin. Das ist natürlich der eine Weg. Der andere Weg ist irgendwie E-Commerce, was natürlich bei großen, günstigen Produkten irgendwie nicht so hilfreich ist. Also irgendwie, keine Ahnung, Milch online zu kaufen, das, ja, dann kann ich es mir auch sparen mit dem CO2 eigentlich. Und dann das dritte ist natürlich so Ingredient Branding mäßig, dass vielleicht irgendwann eine, was auch immer, eine Bäckereikette sagt, bei uns sind die Perfects drin oder was, ja, im Restaurant und so. Ich bin da aber insgesamt immer in einer recht teuren Markenbildung Richtung Endkunden. Na gut, bei Bäckereien jetzt vielleicht nicht, dann kriegt man es vielleicht gar nicht mit, ne? Wenn es irgendwo in irgendeinem Produkt verarbeitet wird. Aber was ich schon spannend finde, weil du gerade darüber sprichst, wie kriegt man das überhaupt, also wie kriegt man Menschen dazu, es zu probieren? Wir haben ja unglaublich viele Vegetarier in Deutschland mittlerweile, ne? Ich hatte bei Statista mal geguckt, ja. 22% der 20- bis 29-Jährigen sind Vegetarier. Und das ist schon, finde ich, eine Größe. Und das sind junge Leute, das sind Überzeugungstäter in der Regel und die sind, glaube ich, auch experimentierfreudig. Ich glaube, das mal zu probieren, das kann ich mir schon vorstellen, dass das viele mal machen, oder? Gebe ich dir recht. Ich glaube nur, die Frage ist, ob ich bereit bin, ein Premium dafür zu bezahlen. Ach so, und für welches. Ja. Weil ich würde ja idealerweise, würde ich dann ja sagen, hey, bei uns gibt es Brötchen mit Next und deswegen kosten die 20 Cent mehr versus einem generischen Produkt. Ja, es müsste eigentlich, also ich bin ja kein Freund von Subventionen, aber ich finde, hier wären sie eigentlich angebracht, um solchen Produkten den Weg zu bereiten, zumindest mal, ne? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe mich da letztens mit Freunden drüber unterhalten. Zum Beispiel in Italien gibt es irgendwie 0,27% Mehrwertsteuer auf unterschiedliche Lebensmittel und unter anderem Süßigkeiten halt 22% und Gemüse 0%. Fleisch wird jetzt diskutiert, von 7% auf 22% zu verschieben. Ist natürlich irgendwie eine ganz interessante Steuerung einerseits. Andererseits kann man natürlich sagen, hey, warum sollen nur reiche Leute Rührei essen dürfen? Also
dann blutet dann mein sozialdemokratisches Herz, was glaube ich gar nicht so sozialdemokratisch ist. Ja, nee, also man muss es wahrscheinlich, muss man irgendwie den Weg bereiten können, und wenn es teurer ist, ich weiß es ja gar nicht, ob es tatsächlich hinterher ein teureres Produkt ist, ne? Aber leider sind ja Hühner aufgrund der Haltung heutzutage, Hühnereier, unglaublich billig, ne? Das ist so ein bisschen das Dilemma. Und vielleicht kann man auch so die, ich weiß nicht, Wiesenhofs der Welt oder so zur Kasse bitten, ne? Also Stimmt. Wobei das ja lustigerweise die sind, die eigentlich aus meiner Sicht so vegetarische Fleischersatzprodukte in Deutschland nach vorne getrieben haben. Ach ja, okay. Oder Rügenwalder, genau. Die machen es, glaube ich, haben mittlerweile mehr als 50%, glaube ich, ihrer Umsätze kommen durch vegetarische Produkte. Aber gut, also das können wir nicht lösen, ne? Aber ich will nur sagen, man sieht schon, dass da auf jeden Fall vielleicht auch ein Schub von außen benötigt wird, damit so ein Thema nicht im Keim erstickt. Ich finde aber 5 Millionen ist erstmal eine schöne Runde. Ne? Das haben wir die Investoren der Runde schon besprochen? Nee, haben wir noch nicht gemacht, ne? Nee, ich glaube, das waren eher aber Investoren aus dem Bereich. Also das waren jetzt nicht die generischen North Zones und HVs dieser Welt, sondern dedizierte Climate Funds. Ach so, okay. Ja, ich hatte den Green Generation Fund, den kannte ich nicht, ne? Und dann habe ich irgendwie BayWa AG noch gesehen. Ja, und irgendwie so ein, zwei Family Offices. Aber sind jetzt keine, die man, sag mal, so richtig kennt in dem Segment, ne? Also nicht für generische Investments. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das Themen sind, einfach durch die, ich meine, übrigens sehr cool, eine Gründerin bei Next auch, die mit ihrem Hintergrund vom Fraunhofer-Institut, das klingt legit erstmal, würde ich mal sagen, aber dass man da eben auch Investoren braucht, die vielleicht diese Themen verstehen, die den Atem haben, da auch über die Zeit zu investieren. Und ich glaube, BayWa ist ja auch im ganzen Bereich Landwirtschaft, Distribution von Produkten groß, Green Generation Fund, also klingt sinnvoll. Also bleiben wir mal dran. Ich habe gehört, dass die eine von beiden Gründern oder Gründerinnen am Freitag bei uns im Podcast sind. Also von daher können wir das da nochmal vertiefen. Aber auf jeden Fall ein schönes Thema, finde ich. Also davon brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Ich habe mich nur auch gefragt, ist das hinterher ein Winner-Takes-It-All-Ding? Nee, ne? Da könnten auch mehrere koexistieren wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, im Bereich Fleisch gibt's ja auch zum Beispiel unterschiedliche mit unterschiedlichen Ansätzen. Wobei da ja die Messe auch noch nicht gelesen ist, ne? Also da ist ja quasi noch alles in Bewegung. Ja, ich glaube, der wenn man sich den Aktienkurs zumindest von Beyond Meat anschaut, da hat man wenig Freude dran. Aber es ist natürlich die Frage, ob die nicht vorher einfach komplett overhyped waren auch. Die schlimmen Investoren am Privatmarkt, ne? Ja, aber gut. Ja, ja, ich gucke gerade, ich glaube, Spitze waren so 160, jetzt steht da bei 20. Das hätte einem mit dem einen oder anderen SaaS-Aktie auch passieren können. Cool, Jan, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Also vielleicht nochmal der Aufruf, ihr sucht Mitarbeiter, das habe ich jetzt nicht vergessen. Da kann man sich auf jeden Fall, wenn man sich zurechtfindet mit Google und das findet, kann man sich bewerben. Ja, genau, ich wünsche allen viel Erfolg bei der Navigation. Genau, aber ansonsten zu den drei Themen noch was Wichtiges vergessen? Bestimmt, aber fällt mir gerade nicht ein. Cool, dann falls doch, dann holen wir es beim nächsten Mal nach. Genau, machen wir. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren die Einordnungen von Jan Mitschaika, Partner bei HV Capital, zu dem neuen Fonds von North Zone, der Series A Round von Clidera und der Seed Round von Next, im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Martin Betzwieser, CFO von Otonova, anlässlich einer Series F Finanzierungsrunde in Höhe von 34 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere Startup Insider Daily noch heute auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music oder in deiner Lieblings-Audio-App.